Am vergangenen Sonntag ereignete sich im Bürstädter Ortsteil Riedrode gegen 17 Uhr in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 46-Jährige aus Bürstadt befuhr die Bundesstraße 47 aus Richtung Bensheim kommend und wollte über die alte B47 Riedrode in Richtung Bürstadt fahren. Eine 46-jährige Autofahrerin aus dem Modautal befuhr die Bahnhofstraße aus Riedrode kommend und wollte links in Fahrtrichtung B47 nach Bensheim fahren. Der Motorradfahrer übersah dabei die Pkw-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen.